Driving through the mountains, rolling down my window, feel the warmth upon my skin. Summer's golden hour, met by midnight showers, we dance under the evergreens. Oh, it's a good life. It's a good life. Here on purpose, and underneath the surface, we're a part of a bigger story. It's a good life. Gestern sind wir hier an diesem wundervollen Platz angekommen. Für uns ist es wirklich traumhaft schön. Hier sind Palmen, hier ist so eine kleine Insel mit einer Ruine drauf. Es sieht alles wunderschön aus. Nur gestern, als wir draußen waren, kurz nachdem wir angekommen sind, gab es hier irgendwie einen Knall, hat sich angehört wie ein Schuss. Und Nala hat sich super, super doll erschrocken und war kurz vorm Weglaufen. Wir haben es aber gerade noch hinbekommen, dass sie zu uns gekommen ist. Und ja, seitdem ist sie super panisch hier an diesem Ort, auch jetzt nach der Nacht. Guckt sie immer aus den Fenstern und ja, irgendwie gefällt ihr dieser Ort einfach nicht mehr. Deswegen werden wir heute auf jeden Fall noch weiterfahren und hoffen, dass es dann besser wird. It's a good life. It's a good life. Oh ja! It's a good life. It's a good life. Nach nun drei wundervollen Nächten an den Thermalquellen Nähe Lamia, wo es richtig viel Spaß gemacht hat. Natürlich, hier riecht es immer ordentlich nach Schwefel, aber das ist nun mal so, wenn man an heißen Quellen ist. Die heißen Quellen haben hier ungefähr 38 Grad, zumindest laut Internet. Also wir können es wirklich nur empfehlen, man steht hier definitiv nicht alleine, es ist ein großer Platz hier, es sind viele Leute hier, es sind auch viele Einheimische hier, die hier vorbeikommen und ja, mal wieder ein ganz, ganz neues und cooles Erlebnis, einfach hier gewesen zu sein. Gegen Abend sind wir dann immer reingegangen in den Fluss hier vorne. Ihr habt wahrscheinlich ein, zwei Aufnahmen auf jeden Fall davon gesehen. Und ja, jetzt soll es weitergehen für uns. Leon und Jana bleiben noch ein bisschen hier, die warten noch auf ein Paket. Für uns geht es weiter Richtung Süden. Und ja, wir verlassen diesen wunderschönen Ort. War mal wieder eine richtig schöne neue Erfahrung für uns. Und können wir wirklich nur euch wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, ihr werdet hier nicht alleine stehen. Es ist kein Spot, wo man wild irgendwo frei steht und ganz alleine ist, sondern man lernt hier eher Leute kennen und kann dann die Hitze oder die Wärme des Wassers auf jeden Fall genießen. So, für uns geht's jetzt weiter. It's a good life. It's a good life. It's a good life. Oh, it's a good life. Oh, it's a good life. Oh. Wir standen die letzten zwei Tage wieder an einem wundervollen Stellplatz, der wirklich auch, ja, ich sag mal, mit unserem Fahrzeug nicht so allerbest zu erreichen war. Allerdings standen wir da trotzdem sehr, sehr gut. Dennoch hatten wir gestern Nacht wirklich eine sehr, sehr unangenehme Nacht, will ich mal sagen. Es war wieder ziemlich windig. Bei uns im LT scheint das ziemlich stark aufzufallen. Zumindest
haben wir mal mit anderen Leuten gesprochen, die halt Vans fahren, da ist das vielleicht nicht so schlimm. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist im Alkoven auch unser Dachfenster. Wir haben so ein Dachfenster, wo man, was man so aufkurbeln kann. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier dran. Also das ist jetzt das hintere. Und genau das gleiche haben wir auch im Alkoven. Und das ist sogar ein Stückchen aufgesprungen. Wie auch immer das passiert ist, wissen wir nicht ganz genau. Zumindest sind wir davon wach geworden und sind dann wieder heute Nacht geflüchtet vom Platz und haben uns irgendwo hingestellt, wo es einfach windgeschützter ist. Wir wollten heute sowieso weiterfahren. Wir fahren jetzt Richtung dem Kanal von Korinth. Das heißt, es geht für uns Richtung Peloponnes. Wir freuen uns schon sehr drauf. 2020, 2021 waren wir ja schon mal auf dem Peloponnes. Aber es hat uns einfach so gut gefallen, dass wir auf jeden Fall nochmal dahin starten wollen. Also, die Fahrt geht los und wir nehmen euch natürlich wieder mit. Und auch heute ist echt ziemlich schlechtes Wetter. Es ist windig, es regnet und ich kann ja trotzdem nochmal zeigen, wo wir jetzt stehen. Es ist auch das allererste Mal tatsächlich in unserer Karriere, wo wir stehen, wo ein No-Camping-Schild steht. Das heißt, hier vorne in der Einfahrt steht ein Schild. Möchte ich einfach offen zugeben, würden wir sonst niemals machen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit eurer ein Jahr alten Tochter mal eben in der Nacht hier irgendwo rumfahrt und einen Platz sucht, dann macht man das eben mal. Es ist auch alles wie ausgestorben, ne? Also jetzt ist Nebensaison, wir haben es ja schon öfter betont und ja, wir fahren wie gesagt ja heute direkt weiter. Es ist morgens früh, keiner war bisher hier. Genau, das will ich einfach nur noch mal ganz kurz dazu gesagt haben. Ja, trotzdem auch ein schöner Stellplatz eigentlich, wieder direkt am Wasser. Gestern Nacht standen wir irgendwo ganz da hinten, ja, in den Felsen sozusagen. Und ja, jetzt geht's aber für uns weiter. Wir sind hier an einen Stellplatz gefahren, da waren wir schon 2021, glaube ich. Und das ist zwar hier in Epidavros und hier sind jetzt leider überall Campingverbotenschilder. Schade Schokolade, aber wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir da vorne auf den Parkplatz fahren und dann hier essen gehen und dann werden wir unseren neuen Platz raussuchen. Wir stehen immer noch hier in Epidavros, allerdings nicht in der Stadt, wo wir gestern waren, denn da waren ja super viele Campingverbotenschilder. Wir sind ein paar Kilometer weiter gefahren, stehen hier jetzt an einer Taverne. Die Taverne hat allerdings schon zu, aber hier vorne ist ein kleiner Shop mit lokalen Sachen, die sie hier herstellen, so wie Olivenöl, Honig, naja, auf jeden Fall ganz viele weitere Sachen. Wir durften gestern ganz viel probieren und haben natürlich geshoppt für unsere Familie zu Hause. Und gestern hat Zoe noch einen Granatapfel geschenkt bekommen. Hier in der griechischen Kultur ist es eine super besondere Bedeutung. Und zwar bedeutet das, wenn jemand einen Granatapfel geschenkt bekommt, dass man ihm Glück wünscht fürs Leben. Und das fanden wir super, super süß. Jetzt bin ich gerade dabei, Frühstück zu machen. Und wir haben so Knack- und Back-Croissants gekauft. Und die versuche ich jetzt mal im Omnia zu machen. Mal sehen, wie sie werden. Durch? Geht es nicht woanders lang? Das kann doch nicht sein, oder? Was ist denn das für eine Stadt? Da muss man doch auch anders hinkommen. Oder bin ich bescheuert? So, wir haben uns jetzt dafür entschieden, nicht den Weg da hochzufahren. Ja, wir sind jetzt nicht mehr alleine, nicht nur Nino und ich, sondern wir müssen auch immer auf unser Kind achten. Und wir haben uns jetzt nicht so wohl gefühlt dabei, diesen Weg zu nehmen. Deswegen drehen wir jetzt nochmal um, fahren jetzt einen großen Umweg und hoffen, dass der andere Weg deutlich besser aussieht. Aber wir halten euch auf dem Laufenden.
Eben sind wir von Süden aus zu dem Stellplatz gefahren und da war die Straße so weggespült und da haben wir uns nicht getraut weiterzufahren. Deswegen sind wir jetzt noch einmal quasi ganz außen rum und fahren jetzt die Straße von Norden aus an. Und bisher sieht es einfach deutlich besser aus. Wir befinden uns jetzt an einem neuen, wunderschönen Ort. Ganz, ganz spezieller Ort. Ich glaube, wenn man so Griechenland sich so ein bisschen mit Lost Places auseinandersetzt, ist das bestimmt eins, was ganz oben in der Liste steht. Zumindest was nicht gerade unbekannt ist, so will ich es mal sagen. Ich stehe gerade auf dem Dach. Frau und Kind und Hund sind unten geblieben. Ist natürlich auch richtig so. Wir waren kurz unten mit drin, haben sich das Ganze hier so ein bisschen mit angeguckt. Ich habe euch hier nochmal ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Vom Dach direkt mit der Drohne gestartet. Und was soll ich sagen? Im Hintergrund der Strand, wo wir natürlich auch mit Fridolin stehen. Nicht die einzigen sind hier, definitiv nicht. Und trotzdem ganz, ganz spektakulär mal hier zu sein. Ja, krasses altes Hotel, riesengroß, riesengroße Poolanlage. Und ja, ich stehe jetzt hier auf dem Dach, entspanne ein bisschen, mache noch ein paar schöne Aufnahmen. Werde gleich mich wieder auf den Weg nach unten begeben. Und ja, möchte einfach auch mal sagen, dass ich echt glücklich bin und dass wir so privilegiert sind, das hier überhaupt so zu machen, wie wir es machen. Und ja, echt wunderschön. Muss ich ehrlich mal einfach so sagen, wie es ist. Wir sind so froh, unterwegs zu sein, dass wir mit unserer Tochter sowas machen können. Und ich hoffe einfach, dass wir diese Videos und auch die ganzen Fotos, die wir so machen mit unserer Tochter, ihr später zeigen können und ihr sagen können, ja, was wir so Schönes unternommen haben. Und natürlich, hoffentlich wird es nicht die letzte Reise sein. Der Vibe hier ist wirklich unfassbar, muss ich mal sagen. Also ich stolziere jetzt schon eine Weile durch die Gegend, auch mal so jedes Geschoss irgendwie durch. Und der Ausblick natürlich zum Meer hin ist unfassbar. Also ja, man stellt sich so ein bisschen vor, wie das war, als das Hotel noch existiert hat und wo die Leute hier rumgelaufen sind mit der riesen Poolanlage und irgendwie dem Blick aufs Meer und dann natürlich die Leute auch am Strand und so. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, aber natürlich wiegt auch so ein bisschen wieder das Negative hier, denn wie man sich vorstellen kann, ich beschäftige mich nicht so mit Lost Places, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass an solchen Orten immer sehr viel zerstört wird und das ist hier auch der Fall. Also es ist unfassbar, wie viele Sachen hier zerstört worden sind, alle Türen rausgerissen, alle Fensterscheiben sind kaputt, also es ist keine Fensterscheibe ist mehr heil. Natürlich weiß man den Hintergrund auch nicht. Ne? Können natürlich jetzt, kann Vandalismus sein oder kann natürlich auch irgendwie gewollt sein, aber die ganzen Sachen liegen hier halt noch rum. Ne? Sei es, dass ich hier jetzt auf einem Balkon stehe, wo überall die Glasscherben rumliegen und so.
oder halt eben, dass die Kabel aus den Wänden gerissen wurden. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man natürlich das Kupfer nutzt, um da Geld draus zu machen. Und selbst das Marmor von der Treppe und sowas alles, das ist alles abgerissen worden. Selbst der Fliesenboden unten, den haben sie wahrscheinlich dann noch verwendet oder so. Ich weiß es nicht, kann man natürlich nur spekulieren. Aber ich kann es mir halt gut vorstellen, weil das ist einfach hochwertiger Boden. Immer umso höher man kommt, umso weniger wurde zerstört, beziehungsweise umso weniger wurde mitgenommen. Natürlich, wenn so eine Marmorfliese, was weiß ich, wie viel Kilo wiegt, dann nimmst du die nicht aus dem 8. Stock mal ebenso mit, ne? Und ja, ansonsten, mehr kann man dazu eigentlich fast gar nicht sagen, ne? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend hier und stöbe auch noch ein bisschen rum. Lass natürlich alles heil, was denn noch heil ist. Und ja, werde mich hier ohne Kennzeichen wieder zurückziehen.